Hey ho, meine Lieben, ich bin wieder mal im Gärtchen und habe heute ein, zwei Dinge vor. Zum einen Schippen, ja. Ich will Tomatengewächshäusle, was mal werden soll, fehlt ja noch die Überdachung und nebendran. Umgraben, ein bisschen Pferde, Kacker mit reingraben. Bisschen von der Erde, was wir da haben, mit reingraben, dass das einfach soweit vorbereitet ist. Und was habe ich als nächstes vor? Einen Testlauf hier heraus, ob es funktioniert. Na, ich hoffe doch mal stark, deswegen habe ich das hier alles gekauft. Nämlich diesen Wandler, den werde ich heute an der neuen Bosch Tassimo, die wir bekommen haben, ausprobieren und machen wir dazu einen leckeren Kaffee-Crema. Dass der Kaffee-Crema nachher nicht so alleine ist, habe ich mir natürlich einen Donut dazu ins Gesicht. Ofen habe ich auch schon angefeuert. Ofen! Ja, dass der schneller anbrennt, dass es hier ein bisschen wärmer wird. Aber jetzt hinaus. Erstmal Pferdekacker holen. Eine Schmutzkarre voll mit Pferdekacker werde ich jetzt hier ein Teil mit untergraben und hier den Bereich, wo dann die Tomaten angepflanzt werden. Einfach, dass der Boden soweit fertig vorbereitet ist. Dann noch Pflanzerde mit dazu und fertig. Aber Leute, gleich wieder reingehen mit der Cam. Das draußen wieder mal zum Pissen angefangen hat, werde ich die Cam draußen nicht hinstellen, dass er mit filmen kann. Leider. Ansonsten hättet ihr mich jetzt richtig schön schaufeln sehen. Tut mir sorry, aber Kamera im Regen stehen lassen ist nicht. Ich glaube, das versteht jeder. Dazu ja, braucht man nichts dazu sagen. Ich mache jetzt da draußen. Kurzer Zwischenstand. Oben habe ich jetzt die Pflanzerde drüber. Ein Sackel. Das andere Sackel hebe ich wahrscheinlich noch auf. Unten runter ist jetzt hier Pferdekacker. Schön verteilt. Und das Ganze grabe ich jetzt nochmal ordentlich um, dass der schön vermischt ist. Und dann kann der Dreck erst einmal noch ruhen bis zum Frühjahr. Und dann sehen wir schon, ob wir noch was reinfüllen müssen. Wahrscheinlich beim Tomatenhäusle mit Sicherheit. Aber das kommt dann noch. Puh, das wäre dann wieder was weniger, was ich mir ja für dieses Jahr noch vorgenommen hatte. Ja, also nebendran wird auch was gepflanzt. Vielleicht bauen wir da ja auch die Gurken an. Wir werden sehen. Eins nach dem anderen, Leute. Eins nach dem anderen. Aber das grabe ich jetzt um. Nächstes Jahr wird dann nochmal mit dieser elektrischen Gartenhacke auch nochmal gescheit untergerührt und untergehoben, nochmal durchgemixt, bevor da irgendwas reinkommt. Ja, ich gehe wieder raus, grab fertig um, dass ich endlich hier einen Kaffee schlürfen kann. Nö, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt, Moment. Einfach nur mal mit der Schaufel reingehackt, dass es ein bisschen kleiner wird und habe beschlossen, wieder rein, nichts legen. Jetzt. Und habe beschlossen, das doch mit der elektrischen Gartenhäcksel unterzugraben. Mit dem Spaten, das ist ja, da wirst du ja blöd. Ja, mit der elektrischen, wenn es einmal dann aufhört zu regnen oder extra nochmal schnell rauskommen, dann, ja, genau so mache ich das. Aber da muss trocken sein. Also wenigstens kein Regen. Gut, dann würde ich mal sagen, stürzen wir uns auf die Tassimo. Zuallererst braucht das Ding einmal Wasser. Wer sich wundert, Spülvorgang habe ich schon zu Hause alles durchlaufen lassen. Sprich, ich kann sie jetzt gleich einmal ein bisschen befüllen.
Ich sage extra ein bisschen, weil ich mache das Ding jetzt nicht dran voll, weil restliche Wasser kippe ich nachher weg. Ich lasse über den Winter kein Wasser drin stehen. So. Ja, dann wären wir hier unter Strom. Halt, jetzt. Ja. Wo gehen sie denn auf hier? Hier. So. Dann sollte das Ding hier funktionieren. Was? Zeigt das Ding mir wirklich KW an, was er raussaugt. Jetzt wieder bloß Watt. Weiß ich Watt. 1, hau mich tot KW. Leck mir am Ärmel, he. Der saugt ja meine Batterien ganz schön leer. Aber es funktioniert und 2 Kaffee sollten da allerweil immer gehen. Jo, fertig. Das Ding hat mir echt gerade KW angezeigt, dass er gezogen hat. Aber es hat funktioniert. Und jetzt ist das Ding auch wieder auch gleich auf 12,8 Volt hochgegangen. Also definitiv noch auf alle Fälle noch eine zweite große Batterie. Und die anderen Solarplatten etc. pp. Aber zuerst sind nochmal andere Sachen noch zum Erfüllen. Aber es funktioniert. Ja. Oh, ich bin so froh über diese Tassimo Kaffeemaschine. Das glaubt ihr ja gar nicht. So. Mein erster Tassimo Kaffee im Garten. Da tue ich jetzt noch Milch und Zucker rein und dann hocke ich mich drüben mit meinem Donut und dem Kaffee gemütlich auf die Couch. Ja. Ich und mein Donut. Ich und mein Donut. Hm. Ich möchte keine Werbung dafür machen, aber die Tassimo-Maschinen mit den Kapseln machen zwar viel Müll, muss man zugeben, aber die machen verdammt leckeren Kaffee. Percolator Kaffee gibt es dann, wenn mehrere Leute da sind, erst wieder. Aber so, wenn man jetzt alleine ist oder bloß zu zweit und eine Tasse oder 2 Tassen Kaffee, ja, vielleicht auch 3 Tassen Kaffee trinken will, dann ist das Ding geil. Richtig geil. Und kommt immer noch billiger, als wenn ich mal so einen blöden Becher kaufe. Tja.
bin jetzt schon klitschnass. Komm, schwätzen wir noch schnell eine Runde. Ich habe ein bisschen Vorrat bei Amazon und bin jetzt selber am Überlegen, was ich mir aus der Wunschliste gleich bestelle. Aber wahrscheinlich wird es die Innenbeleuchtung werden und dieses 2x15 Flachbandkabel, dass ich hier herin die Beleuchtung soweit fertig machen kann. Dann habe ich mittlerweile ja noch Erdkabel drin und was man dazu benötigt, noch einen Sicherungskasten und Sicherungen. Das ist jetzt drin, weil ich ja noch zum Schuppen über, wo dann ja der Grillplatz hinkommt, noch 220 Volt Leitung lege. Der Sicherungskasten kommt dann ins Häusle rein. Dann kommen hier ja noch ein paar 220 Volt Steckdosen rein. Das will ich alles separat absichern, auch wenn es dann am Schluss mit einem Kabel am Wandler endet, beziehungsweise an der Steckdose nach draußen, die dann mit Stromi bestromt wird. Ja, das ist so mein Plan demnächst. Ja. Und wie gesagt, wenn es trocken ist, wenn es nicht regnet, komme ich raus, dann stelle ich nämlich auch Strom hinaus und dann mit der elektrischen Gartenhäcksel werde ich nochmal das Ganze einmal gescheit durchhäckseln, weil das mit der Schaufel ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Da kriegst du ja einen Koller. Besonders wenn man nicht in den Dreck jetzt reinlatschen will, dass man wieder so dick den Mist an der Schuhe kleben hat. So eine Gartenhacke, so Dreizack oder so, wäre dann natürlich auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber da habe ich leider auch noch nichts. Naja. Aber so nach und nach wird es hier drin. Ja, das sind so meine Pläne für demnächst. Eben diese Beleuchtungsgeschichte hier drin. Ich bin seit Tagen schon am Überlegen, was ich mir jetzt noch hole als nächstes, wo ich weitermachen kann. Und da werde ich definitiv mit der Elektrik hierherin weitermachen. Jo. Da kommt ein bisschen was weg. Da kommt ein bisschen was dazu. Da vorne kommt ein bisschen was dazu. Und ein bisschen was weg. Und ein bisschen was dazu. Ja, ihr werdet es noch sehen. Jo. Leute, was soll ich machen bei dem Regen? Ich hab ja echt gehofft, dass es noch hält. Dass es trocken bleibt. Aber so, nö. Da habe ich keine Lust drauf, mich draußen im Regen zu stellen. Absolut nicht. Ich überlege gerade, ob ich noch was zum Erzählen habe. Nö. Im Moment nicht. So. Dann machen wir Feierabend. Ich trinke jetzt noch gemütlich meinen Kaffee, mache die Tasse ein bisschen sauber, leere das Wasser aus der Tasse immer wieder aus. Ja, bevor es kalt wird und friert. Und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich hier dann rauskomme und es weitergeht. Mhm. Aber ein klitzeklein bisschen habe ich ja heute gemacht. Ja, Leute, ich sage mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist ein Maßband nehmen und nochmal nachmessen, wächst Kabellängen. Aber das mache ich außerhalb vom Video. In dem Sinne sage ich ja mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.
Wo ist mein Donut? Da.